Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pikmin 3 Deluxe. Im letzten Part ging es los mit dem neuen Gebiet Eisöde der Verwirrung und das ist wirklich ziemlich verwirrend, das Gebiet, denn wir wurden gleich wieder getrennt von Brittany und müssen erstmal eine Brücke bauen, um dann wieder zu ihr hinzukommen. Stimmt's, Alf? Dieses Mal nur beim Landeanflug. Da war nicht allein die Schwerkraft des Planeten am Werk, sondern auch noch etwas anderes. Okay, aber auf jeden Fall wollen wir jetzt hier landen und mein Ziel ist es heute, dass wir die Brücke auf jeden Fall fertig bauen, dass Alf und Brittany wieder zusammenkommen können, dass wir da in der Nähe vom Raumschiff noch einiges weiteres an Zeug machen. Stimmt, die Frage ist übrigens jetzt... Okay, das war sogar äußerst schlecht, dass ich die Brücke nicht gebaut habe, weil die Zwiebeln sind jetzt nämlich noch nicht verbunden. Die Brittany? Weil die gelbe Zwiebel ist jetzt immer noch woanders. Das ist sehr schlecht sogar. Okay. Es ist Brittany. Was gibt's denn, Brittany? Guten Morgen, Alf. Na, wie geht's dir? Ich habe die Nacht in der Höhle verbracht. Es scheint dort halbwegs sicher zu sein. Okay. Aber ich habe Hunger. Ja, kann ich mir denken. Also beeilen wir uns besser damit, einen Weg über den Fluss zu finden. Ja, wie gesagt, ich werde heute die Brücke zu Ende bauen. Ich wechsle gleich mal zu ihr. Und, ja, nimm erstmal ein paar gelbe natürlich mit, genau. Ja, nimm mal, vielleicht einfach heute 20, 20, 20, dass ich von jeder Pikmin-Art genügend dabei habe. Nimm mal 20 mit, ja. Und, lauf dann mit den Pikmin. Gleich mal, ich glaube, hier in der Höhle dürfte erstmal nichts mehr sein. Also, doch eine Frucht danach, aber das will ich mal später machen. Das ist mir jetzt zu stressig. Erstmal soll sie mal hier hinlaufen. Und dann vor allem hier halt noch die Brücke zu Ende bauen. Und auch den Felsen kann ich da entlang rollen. Die Gegner dürften hier besiegt sein. Ich glaube nicht, dass sie nach einem Tag schon wiederkommen. Das sollte also passen und Brittany sollte hier safe sein. Okay. So, dann Alf wird sich 20 rote und 20 Felspikmin mitnehmen. So, okay. Genau, hier komme ich nicht durch. Da brauche ich eben erst die gelben. Die Brücke hat aber eher mittlerweile... Nee, sogar... Oh, nee, die ist sogar immer noch nicht fertig bei ihm. Wirklich? Oder liegt es daran, dass halt noch der Teil von Brittany fehlt? Weiß ich gerade gar nicht genau. Das muss ich mal gleich austesten. Die Punkte sind eigentlich ziemlich wurscht, aber ich mach's mal jetzt trotzdem schnell, weil ich nichts anderes gerade zu tun habe. Wo war ich denn noch nicht mit ihm? Hier in der Höhle war ich auf jeden Fall schon. Aber da kann ich halt jetzt auch noch nicht so viel machen. Ich bräuchte einen zweiten Captain unbedingt. Mit nur einem Captain kann ich aktuell relativ wenig noch machen. Ich könnte ihn mal hier hinlaufen lassen, da ist ein bisschen was. Ja. Aber jetzt mal kurz, Brittany ist nämlich da, genau. So. Ja, macht das mal kurz, dass ihr euch vermehren könnt, meinetwegen, weil die gelben sind schon noch relativ wichtig zum Vermehren. Ich muss halt nur, das ist halt jetzt nur doof, weil sie zu der Höhle ja zurücklaufen müssen, wo sie herkommen. So. Okay. Ja, passt, passt, passt. So, jetzt hier hoch auf jeden Fall und da noch die Brücke dann gleich zu Ende bauen. Die Gegner sind wirklich weg. Das passt also. Ja, ich hätte 13 mitnehmen sollen. Aber egal. Schon okay. So, die Früchte, um die kann ich mich dann gleich vielleicht noch kümmern. Erstmal jetzt kurz bei Alf gucken. Aber okay, der ist noch da, der Elektro-Keks. Den habe ich auch nicht besiegt beim letzten Mal. Ah, da bräuchte ich eben gelbe und das ist mir jetzt ein bisschen zu riskant aktuell. Aber kann ich hier? Okay, jetzt bin ich... Aber hier oben war ich ja auch schon mal. Das ist nur eine Abkürzung. Weil zu dem Typen komme ich nämlich noch nicht hoch. Das geht, glaube ich, wirklich erst später. Genau, wahrscheinlich von hier aus. Aber da muss ich halt auch einen Captain drauf werfen. Also ich kann zwar die Pikmin hier hochbringen, aber nicht einen Captain auch noch. Und deswegen bringt mir das aktuell wenig. Also ja, es hat höchste Priorität, dass Brittany halt einfach fertig wird mit der Brücke. Sonst kann ich hier relativ wenig machen. Und deswegen muss ich erstmal... Natürlich sind welche hängen geblieben, das war ja klar. Und deswegen muss ich hier erstmal einfach abwarten. Ich kann hier... Ist hier Nektar drin vielleicht? Das kann ich mal kurz machen. Da ist Nektar drin. Ja, dann fress mal ein bisschen... Wird es auch erklärt, aber jetzt greift der eine Typ gleich an. Auf dem Kopf des Pikmin blüht eine Blume. Ob sich das Pikmin jetzt auch anderweitig verändert hat? Mhm. Schneller und stärker ist es. Trinken Pikmin Nektar, blühen sie auf. Aber ich habe schon gelernt, dass Elektro hier bei Vibe nicht so schlimm ist wie im zweiten Teil. Das ist also okay. Nektar funktioniert ja auch anders, weil wirklich nur eine bestimmte Anzahl von Pikmin an jedem Nektar immer fressen können. So, okay. Ja, rüberwerfen bringt auch nichts, weil ich will ja eh gleich die beiden miteinander verbinden. Alf und Brittany. Also, das ist echt doof, dass ich das beim letzten Mal nicht mehr geschafft habe. Das wäre echt schön gewesen, weil dann hätte ich jetzt, könnte ich hier deutlich effizienter sein. Die Datenchips übrigens können, glaube ich, wirklich nur die Captains einsammeln, ne? Ich glaube, keine Pikmin.
Geschafft! Die Brücke ist fertig. Jetzt kann ich Brittany holen. Genau. Okay. So, jetzt kann ich ein bisschen mehr taktieren. Und zwar. Das Doofe ist natürlich, dass jetzt schon wieder ein paar gelbe Pikmin hier zurückgelaufen sind. Die dürften aber ja eigentlich safe sein, wenn sie da sind. Ja, stimmt. Und ich kann ja sowieso mit ein paar Face-Pikmin bewaffnet die abholen gehen, weil ich ja dann noch die Frucht auch zurückbringen kann. Das könnte ich sowieso machen. So, jetzt muss ich aber trotzdem kurz nachdenken, wie ich das jetzt machen will. Jetzt lass mich kurz denken. Also ich glaube, ich will erstmal da hochgehen. Wie mache ich denn das jetzt am besten? Face-Pikmin brauche ich leider jetzt so ziemlich überall. Das ist gerade ein gewisses Problem. Warte mal. Ich gehe mal mit Alf hier hin. Da kann ich sogar auch noch Face-Pikmin benutzen. Und hier eine Abkürzung machen oder so. Mach das mal schnell. Das dürfte ja nicht lange dauern, genau. Und dann lass mal ein paar Face-Pikmin hier. Und mit den anderen gehst du in die Höhle und holst dir die Frucht und holst die gelben Pikmin ab. Währenddessen wird Brittany... ja, die gelben Pikmin, die dürften gleich zurücklaufen. Die laufen ja immer an die Stelle hin zurück, wo sie die Brückenteile her hatten. Oder nee, wo sind die jetzt eigentlich alle? Doch, die sind da oben. Habe ich jetzt nur verpasst, verdammt. Aber da muss ich ja eh gleich nochmal hin, das passt schon. Sie wird auf jeden Fall jetzt die Face Pikmin abholen, die ich hier gelassen habe. Damit sie jetzt auch ein paar hat. Okay. So, er ist da. Ja, dann währenddessen läuft man... wird nicht hier oben hin, kriegt sie das hin? Über die Geysire, ich glaube schon, ja. So, jetzt Alf kann das hier aufmachen. Boah, das ist so kompliziert. Und, okay, Kiwi. Und kann hier die mitnehmen, bitte. So, einmal und nochmal. Okay. Und er kann vor allem auch die gelben Pikmin abholen. Sehr gut. Ich will nochmal kurz gucken, was dieses Leuchtding da ist. Und da ist sogar auch noch ein Durchgang, übrigens. Wo ist das? Hier. Ah, okay, da brauche ich aber auch zwei Captains. Aber ich meine, das könnte ich ja jetzt machen. Ich weiß halt nicht, wo das hinführt. Ja, ich mach das, glaube ich, gleich noch. Ich will wissen, was da oben ist. Aber geh erstmal hier hin zu diesem Leuchtding. Ich will wissen, was da ist. Das ist, glaube ich, nichts Besonderes, aber ich will es trotzdem wissen. So, genau, sie ist oben. Da ist noch eine Frucht. Die nehme ich mir mal mit den gelben mit. So, weil die Face-Pikmin brauche ich jetzt noch ein paar Mal für andere Dinge, glaube ich. Da ist nur eine Rutsche, wo ich wieder nach unten komme, ja. So, Alf ist da. Das Problem ist halt, hier oben brauche ich ja 20 auf einmal. Das ist ein bisschen das Problem. Aber da ist noch eine Frucht, die kann ich mir noch kurz rausholen zumindest. Das könnt ihr schon mal machen. So, jetzt könnte... Die laufen hier zurück, das sind ja auch keine Gegner mehr, das passt. Aber ich kann so viel jetzt mit zwei Captains auf einmal machen, das ist schlimm. Das ist richtig schlimm. Jetzt könnte Brittany zurücklaufen. Aber ich meine, ich will den Felsen eigentlich auch bald machen. Vor allem, wenn ich jetzt schon hier mit ihr bin. Ja, aber ich glaube, ich muss das nochmal wann anders machen. Da komme ich jetzt, glaube ich, nicht mehr dazu. Ja, dann läuft sie mal auch hier zu Alf hoch und dann will ich mir mal angucken, was da oben noch ist. Ja, ich habe da noch einen Pikmin übrigens übersehen da oben. Ja, passt. Okay. So, einfach nur so eine Leuchtblume ist das. Oder nee, Moment. In welche Richtung schaue ich? Achso, ach, der Geysir ist es. Okay, Geysire werden mir da angezeigt. Okay, alles klar, verstanden. So, ich habe auch alle möglichen Pikmin hier mit Alf dabei. Das ist auch ganz gut. Weil da kann ich nämlich gleich das da oben erkunden und ich habe alle möglichen Pikmin-Arten eben dabei. Ja, der ist wieder hängen geblieben. Ich liebe es. So, Brittany kommt aber gerade hergelaufen. Ich kann schon mal Pikmin hier nach oben werfen. Also bin mir nicht sicher, was da oben jetzt dann eben sein wird. Ich hoffe nicht, dass da jetzt gleich ein Boss ist oder so, weil den würde ich dann nicht sofort machen wollen. So, bitte dich hochwerfen. Zack, okay. So, jetzt kann ich aber... Warte kurz, jetzt kann ich mit Alf aber noch natürlich kurz andere Sachen machen. Das muss ja jetzt Brittany alleine machen da oben. Und zwar, Alf kann... Ja, vielleicht geht er mal einfach zu Drake zurück und holt die ganzen Pikmin ab, die ich da losgeschickt habe. Und dann könnte er... Ja, weiß ich nicht. Da stehen auch noch so viele rum. Die muss ich natürlich auch noch abholen heute. Das ist klar. Da ist noch ein Kristall. Oh Gott.
Ich meine, hierhin, da oben ist es halt nur sinnvoll hinzugehen, wenn ich zwei Captains wieder habe. Weil mit einem bringt mir das aktuell nichts, wenn ich da oben hingehe. Also ich gehe erstmal einfach zurück und dann muss ich mir überlegen, was ich dann mache. Und Brittany wird erstmal hier mit den paar Pikmin kurz erkunden, was hier ist. Ja, hier ist ein Boss oder sowas, oder? Ein Stern ist hier. Oh Gott. Was ist das Keine Ahnung. Oh, hier kommt gleich ein Boss. Oder ist das wirklich nur für Nektar? Natürlich. Oh Gott, einfach ein Langbein. Oh weia. Und der ist wahrscheinlich elektrisch geladen. Wie viel gelbe habe ich? 10. Nein! Und er hat einfach alle meine. Ne, nicht alle meine gelben, aber viele. Kommt her. Viele meiner gelben erwischt. Ja, der hat eine riesen. Oh, der kann mega weit stampfen hier. Okay, jetzt warte mal kurz. Was kann ich denn alles anvisieren? Die Beine? Ah, die können dann hochklettern. Und dann diese Punkte angreifen. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob das klug ist, wenn ich jetzt gegen den kämpfe. Ich meine, ich habe den jetzt gefunden und ich kann mir merken, dass hier ein Boss ist. Aber ist es jetzt wirklich klug? Weil die Hälfte vom Tag ist halt schon um. Und selbst wenn ich den jetzt besiege, dann muss ich halt seine Leiche und die Früchte, die er hat, noch zurücktragen. Und das schaffe ich wahrscheinlich nicht mehr. Besiegen würde ich vielleicht noch schaffen. Aber auch noch alles zurückzutragen, kriege ich, glaube ich, nicht hin. Ich habe ja schon gesagt, dass man Bosse eher am Anfang eines Tages besiegen sollte. Und nicht so mittendrin. Das macht, glaube ich, wenig Sinn, wenn ich jetzt gegen den kämpfe. Ein bisschen doof ist es trotzdem, weil ich halt dann später nochmal hierhin zurückkehren muss. Und das will ich eigentlich nicht unbedingt. Aber lässt sich, glaube ich, nicht ändern. Ist halt jetzt doof, dass ich jetzt da instant gleich einen Boss gefunden habe. Eigentlich soll ich ja da unten hin, ja. Ich kann mal noch ganz kurz gucken, vielleicht wie lange das jetzt so dauern würde. Wenn das ganz schnell geht, der Bosskampf, kann ich es vielleicht noch probieren, aber ich glaube, ich werde da ein bisschen brauchen für den. Ah, die anderen Pikmin-Arten können sogar auch nach oben gehen. Okay. Warte mal auf. Ja. Sind das wirklich seine Gesamtleben, die ich ihm abziehe? Oder sind das nur die Leben für sein eines Bein? Ja, Nektar ist halt ein bisschen riskant. Weil wenn der jetzt gleich aufstampft. Ach, der geht sogar ins Wasser, der Arsch. Ja, okay, dann kann ich eh nichts machen. Okay, nee. Dann lassen wir sich. Holen wir noch kurz Nektar ein bisschen so. Könnt euch. Ja, herkommen. Nicht durchdrehen. Okay, aber sonst mache ich ja nichts mehr. Weil, ja, ich kann den gar nicht besiegen, wenn der ins Wasser abhaut. Also für den brauche ich viele verschiedene Pikmin-Arten, wie es scheint. Okay, aber ich merke es mir, dass da ein Boss ist. Passt auf jeden Fall. Gut. Dann hau ich ab. Und zwar hierhin. Und da werde ich dann auch mit Alf hingehen. Und dann kann ich da gemeinsam eben was anstellen. So, die zwei Pikmin, die ich habe, die gelben, können schon mal hier dran arbeiten. Okay, passt. So, und jetzt mit ihm gehe ich auch da oben hin. Und dann gleich können wir eben das gemeinsam machen, dass wir den Felsen ins Rollen bringen. Ja, ich hoffe, dass ich aber auch bald blaue Pikmin erhalte, weil die brauche ich an einigen Stellen. Hier. Hallo? Ja, ich lasse dich mal. Kein Bock. Ah, da ist noch eine Frucht übrigens liegen geblieben. Ja, das können die Roten machen, meinetwegen. So. Gelb ist es auch noch. Einige sind wieder hängen geblieben, leider. Also, die Steuerung und sowas ist zwar viel besser, finde ich, als in Pikmin 1 und 2, aber die Intelligenz der Pikmin ist noch immer fragwürdig. Aber okay. So. Brittany geht bitte hoch. Und noch einige weitere Pikmin gebe ich dir. Mindestens 20 müssen es ja sein. Okay. So, jetzt. Ich hoffe, sie hat 20 bei sich. Ja, komm, mach. Auch schwärmen. Irgendwie ist der Cursor jetzt übrigens richtig scheiße. Der ist ständig immer. Muss ich ständig immer neu fokussieren. Also manchmal ist die Bewegungssteuerung vom Pro Controller nicht ganz so ideal, weil das manchmal irgendwie gar nicht mehr funktioniert. Okay, Höhle. Aber andere Male geht es auch wirklich noch gut. Keine Ahnung. So. Wo sind jetzt eigentlich noch einzelne Pikmin? Halt nur hier eigentlich. Ja, das dürfte passen. Die sind ja eh safe. So, die Höhle. Wo führt denn die hin? Ja, vielleicht hier irgendwo. Das will ich eigentlich eher alleine machen, also mit einem Captain. Und der andere Captain soll. Ja, ja, das ist aber doof, weil eigentlich, es gibt so viele Stellen noch, an denen ich beide Captains brauche. Das gilt ja hier auch. Hier muss ich ja auch noch Captains wahrscheinlich draufwerfen und so, um da entlang zu kommen. Und für ganz viele weitere Früchte hier gilt es. Also ich kann mit einem Captain eigentlich gar nicht so viel anfangen. Aktuell. Deswegen bringt es nicht so viel, wenn ich einen anderen Captain wegschicke.
Ja, dann behalte ich einfach beide bei mir und erkunde halt mit beiden gemeinsam die Höhle. Machen wir das so. Ich habe ja auch einige Pikmin-Arten bei mir. Von allen auch eine gewisse Anzahl. Machen wir das mal und gucken mal, was da ist. So, jetzt bin ich. Nicht hier 14. Okay, das ist ein ganz neuer Ort. Aber der ist komplett abgetrennt von allem anderen. Also den kann ich vielleicht noch heute zu Ende erkunden, wenn da nicht ein Boss kommen sollte. Okay. So, rot bitte. Und einmal drauf. So, nochmal hier. Ja, erstmal den killen. Ist aber schon ziemlich dunkel hier. Da ist auch noch Wasser, muss ich auch ein bisschen drauf aufpassen. Ne, trag mal nicht zurück. Das könnt ihr dann am Ende noch machen. Ich brauche euch alle hier. Ja. So, den auch noch. Jetzt sind wir hier gestorben. Warum? Wo? Was? Ernsthaft? Die haben sich besiegen lassen von dem? What? Naja, egal. Okay, gelbe bräuchte ich. Warte mal, da komme ich. Ne, da komme ich nicht her. Aber okay, da komme ich dann zu Charlie hin. Also ist sogar der richtige Weg eigentlich, den ich hier entlang gehe für Charlie. Aber ich werde Charlie heute nicht mehr retten können. Das schaffe ich nicht. Aber ich will noch den Rest hier zumindest erkunden. Okay, hier brauche ich gelbe. Habe ich genügend? 10 brauche ich da. Okay, gut. Kann ich vielleicht das Licht anmachen, weil das ist echt ziemlich dunkel hier. So. Yay. Ah, und ich habe sogar einen weiteren Weg. Interessante Blumen. Helles Licht lässt sie ja blühen. Okay. Jetzt muss ich hier auf das Feuer noch ein bisschen aufpassen. Passt aber. Ah, okay. Ich kann mir vorstellen, was ich hier brauche. Bei dieser komischen Brücke. Da komme ich aber auch nicht weiter. Hier habe ich die jetzt erschaffen. Okay. Dann kann ich jetzt doch mal die Leichen abtransportieren. Warte mal. Ja, das will ich sogar mit gelben machen, weil das ist sogar hier halbwegs in der Nähe. Tatsächlich. Ja, mach das mal mit gelben. Ich hoffe, dass die jetzt noch nicht ins Feuer reinlaufen danach. Weil ich muss halt vor allem noch gelbe ein bisschen vermehren. Von roten und Face-Pigmen habe ich halt schon genügend eigentlich. Okay. So, was bringt es mir, dass ich jetzt... Ah, okay, ich komme zu einer Frucht hin. Das dürfte ich heute eigentlich auch noch schaffen. Okay. Alf hier hoch. Und Face-Pigmen einfach hingeben. Ha. Passt. Okay, ich glaube, ich bin ansonsten dann hier eigentlich fertig in der Höhle. Erstmal zumindest hier. Ich will doch nicht weitergehen hier. Das lasse ich erstmal noch. Erst beim nächsten Mal dann. Oder beim übernächsten Mal vielleicht auch erst. Weil im nächsten Part will ich eigentlich dann... Obwohl, nee, das Langbein kann ich ja nicht besiegen. Weil da brauche ich zuerst blaue. Das kann ich vergessen ansonsten. Also das dauert noch, bis ich den besiegen kann. Werde ich vielleicht doch beim nächsten Mal dann eben hier weitergehen. Und dann hoffentlich Charlie retten können. Okay. Aber dann... genau. Will ich das... Moment... Genau, will ich, dass Brittany zurückläuft. Ja. Während Alf sich die Frucht holt. Okay, mach mal alle. So. Das können doch alle helfen, oder? Ja, dann halt nicht. Egal, passt auch. Ist da unten eigentlich noch irgendwas? Unter den Pflanzen? Ich glaube nicht, oder? Nee, sieht nicht so aus. Das wäre ein cooles Versteck. Aber nee, hier ist nichts. Okay. Dann kann er eigentlich jetzt auch mal zurückkehren. Würde ich sagen. Macht's mal. So. Wie kann ich denn wieder eigentlich sie steuern? Weil sie bewegt sich jetzt noch automatisch. Ich meine, das ist okay, dass sie sich automatisch bewegt. Jetzt auf jeden Fall, da kann ich mal ein bisschen aushelfen. denen hier. Dass die noch heute fertig werden. So. Okay. Gut. Ja, meinetwegen, vermehrt euch mal, keine Ahnung, obwohl rote und gelbe, rote und schwarze, wie gesagt, oder Face-Pigmen sowieso egal sind, weil ich eh schon genügend von denen habe. So, aber genau, jetzt gleich habe ich ja wieder beide Captains, wenn Alf auf euch herkommt, richtig? So, und dann kann ich jetzt noch hier weitere Dinge anstellen. Ich habe noch kurz, bis die fertig sind, weil das noch eine gewisse Abkürzung, die ich dadurch habe. Aber hier ist noch eine, ja, stimmt, aber die kann ich mir jetzt auch noch holen, wenn ich das heute schaffe. Ja doch, ich probiere das mal noch. Warte mal. Doch, das dürfte ich noch hinkriegen. Ich habe schon noch ein bisschen Zeit. Dann können wir heute wirklich viele Früchte mitnehmen. So, du gehst hier hoch. Na komm jetzt, ernsthaft geht's nicht? Muss ich wirklich von der anderen Seite machen? Scheiße. Ach Gott, ey. Jetzt muss ich da wirklich nochmal rüberlaufen. ja, da habe ich jetzt keinen Bock. Das lasse ich. Das mache ich dann beim nächsten Mal oder so. Jetzt erstmal noch nicht. Da bin ich jetzt zu faul. Da will ich lieber dann vielleicht noch da unten gucken, was ich da machen kann. So. So, hier ist noch eine... Frucht. Ah, okay, da oben. Wie komme ich da eigentlich hoch?
hier aus? Bei dem. Nee, ich kann das irgendwie. Der Pikmin kann das nicht einsammeln. Nein. Wie kann denn einer von den Captains da hochkommen? Weil ich kann die ja wirklich nur ganz, ganz niedrig werfen, die Captains. Kann ich übrigens einen rausziehen? Okay. Ich weiß nicht ganz, wie das funktionieren soll. Aber okay, dann lasse ich das erstmal. Ist okay. So, ich will jetzt aber noch, warte mal, hier runter und in die Höhle rein. Oder halt in diesen kleinen Raum hier. So. Genau, und da jetzt noch. Ach nee, das funktioniert sogar auch nicht. Okay, ich dachte, ich könnte von hier aus, weil die weiter unten wären, ich könnte von hier aus Captains draufwerfen auf die Pilze, aber kann ich gar nicht mal. Ja, wie komme ich dann eigentlich? Okay, das ist einfach nur, dass ich von der einen Seite halt zur anderen Seite komme. Aber wie ich da überhaupt hingelangen kann, weiß ich nicht. Okay, ja, dann kann ich jetzt leider hier doch nicht mehr so viel machen. Ich dachte, ich könnte noch ein bisschen mehr erledigen hier am Ende vom Tag, aber irgendwie nicht mehr. Weil ich komme hier halt nirgendwo hoch. Weil ich kann hier den nicht hochwerfen. Nein, ist zu hoch. Aber von irgendwo aus muss es doch gehen. Wo kommen die? Zu mir einfach wieder kommen die. Ne, da hinten, okay. Aber es bringt mir halt trotzdem nichts. Wie komme ich denn da hoch? Ich check das nicht. Vielleicht muss ich wirklich von ganz woanders kommen. Von hier zum Beispiel oder so. Und erst dann geht das. Das könnte auch sein. Aber hier sind halt noch viele Früchte und Gegner und sowas, die ich jetzt halt nicht besiegen kann hier. Irgendwie, weil ich da nicht hochkomme. Hier ist aber irgendeine Markierung. Warte mal kurz, da will ich noch kurz hingehen. Ah, hier kann ich was. Kann ich da was machen? Nee. Ja, aber hier ist irgend. Hier ist irgendwas auf der Karte. Wird mir auch mit dem X angezeigt. Also noch kann ich da nicht hoch. Aber wenn ich hier hochgehen will, dann versucht Brittany, diesen Weg hier zu wählen. Über dieses Ding da. Also irgendwas ist hier schon. Auf dem Boden, aber ich weiß nicht was. Kann ich da irgendeine Pikmin-Art was machen? Nee. Okay, dann muss ich das auch lassen. Warum ist hier noch irgendwas drin? Das ist wirklich nur für die Punkte, dieser Ort hier. Und das dauert auch ziemlich lange zum Ausgraben. 9 Pikmin sind noch unterwegs übrigens. Ja stimmt, da steht jetzt noch einer rum, das war jetzt ein bisschen doof von mir. Allgemein 7 gelbe noch. Ja, muss ich dann mal gucken. Das, aber ich glaube, die zählen auch noch dazu teilweise. Das war wirklich für einen gelben Punkt? What? Genau, nur noch der eine fehlt. Ja, aber das war jetzt trotzdem leider nicht mehr so effizient. Das Ende hier habe ich ein bisschen. Ja, der eine bin ich jetzt zu faul. Der eine stirbt, ist mir jetzt egal. Das passt schon. Ich will noch. Ich verstehe das nicht. Wie komme ich denn in diesen blöden Datenchip hin und zu der. Gut, die Frucht, da komme ich noch hin. Das stimmt eigentlich. Mit den gelben halt einfach. So. Genau, das schaffe ich vielleicht noch. Mir die zu holen. Ja, das ist kein Problem. Aber der Datenchip. Ich weiß nicht, wie ich da hinkommen kann. Aber kurz, wenn ich versuche, da hinzulaufen, da oben. Nee, es geht auch nicht. Achievement übrigens wieder. Ja, weiß ich nicht, wie es gehen soll. Naja, geil. Da würde ihr auch jetzt herkommen. Okay. Und dann warte ich jetzt einfach, würde ich sagen. Ich glaube, was Sinnvolleres kann ich jetzt nicht mehr tun aktuell. Also es war trotzdem. Ja shit, egal. War trotzdem halbwegs effizient. Ah, hier ist noch ein Gegner. Wo kommt mich der hin? Das kann ich noch kurz gucken. Ich habe ja alle bei mir. Komm mal du wieder her. Ja, wo führt denn der hin? Alle herkommen, alle herkommen, okay. Das ist auch nur eine Abkürzung einfach. Okay, also viele Abkürzungen kann man machen. Jetzt komme ich sogar jetzt noch zu dem einen. Pikmin vielleicht hin, kann ihn auch noch, kann ich sogar auch noch, okay. Seht ihr mal, perfekt. Habe ich doch noch alle retten können. Gut, ich meine, Früchte, wir können, rechts oben kann man ja sehen, wie viele Früchte ich mitgenommen. Jetzt ist ernsthaft noch einer gestorben am Ende, wirklich. Mann, ey. Man kann ja rechts oben sehen, wie viele Früchte man mitgenommen hat und das waren sehr viele am heutigen Tag. Also, die Fruchtausbeute war sehr hoch heute. Und wir haben auch die Brücke gebaut, das war das Wichtigste. Haben viele neue Dinge gemacht und Orte erkundet. Haben wir schon mal den Boss gefunden, auch wenn ich den noch nicht besiegen kann aktuell. Also zwar schon halbwegs erfolgreich, aber vor allem zum Ende hin hätte ich mir noch ein bisschen mehr Fortschritt gewünscht. Aber gut. So, jetzt, dass der eine jetzt noch gestorben ist am Ende, ist ja auch komplett bitter. Naja, egal. Das ist im Pikmin einfach so, man muss damit leben.
und lernen, damit leben zu können. Dass man ein paar Verluste haben wird, das wird sich nicht ändern lassen. Aber solange die Verluste gering sind, ist alles in Ordnung. So, und jetzt werden die auch endlich fusioniert, sodass die Gelbe nicht mehr komplett am Arsch der Welt ist. Bah, sie wurde absorbiert. So verschmelzen sie also. Und sie ist größer geworden. Okay, wunderbar. Gut. Hihi, ich entdecke für mein Leben gern neue Früchte. Mhm, einige neue, zwar auch kleine. Die werden also nicht so viel geben, teilweise. Die Kirschen da vor allem, aber dennoch. Ich denke mal, dass wir auf jeden Fall... Das hat nicht mal für den Rest da gereicht, ernsthaft? Ich wollte gerade sagen, ich denke, dass es für... also, dass wir Plus machen können heute. Dass wir mehr als eins herbekommen. Aber das wird hoffentlich auch funktionieren. Auf diesem Planeten gibt es wirklich die unterschiedlichsten Früchte. Wir sollten weitersuchen. Ich freue mich schon auf die nächste Entdeckung. So. Dann gleich nochmal. Ist ja auch nur eine halbe. Aber trotzdem, gibt echt nicht so viel. Ehrlich gesagt. So, da kann man auch vorspulen. So ist jetzt nicht so spannend. Okay. Aber wir haben schon auf jeden Fall Plus gemacht heute. So. Das reicht, glaube ich, nicht ganz. Aber mit der Kirsche noch. Oder Cupidos Granate. Dürfte es jetzt ausreichen. Ja, okay. Gut. Dann habe ich jetzt noch ein gutes Gefühl. Und wir haben einiges an Vorrat. Ah, ich dachte schon, ich müsste verhungern. So, Brittany nimmt sich wahrscheinlich wieder einen größeren Anteil. Unsere Vorräte müssten noch ein Weilchen reichen. Genau, so ist es. Und am nächsten Tag würde ich dann, glaube ich, schon eben zu Charlie hin, zu seinem Signal. Und dann ihn hoffentlich retten. Genau, gelb habe ich immer noch nicht so viele, aber ich meine, es ist eigentlich okay, weil ich darf ja eh nur 60 draußen haben. Deswegen habe ich, wenn ich das dreiteilen will, habe ich eh maximal 20 dabei oder so. Deswegen, eigentlich passt es, würde ich sagen, ja. So, Tag 5. Der Landeplatz der Drake und die Höhle, in der Brittany Schutz gesucht hatte, Brittany, befinden sich auf gegenüberliegenden Ufern. Es gelang uns, die Brücke, welche beide verbindet, fertigzustellen. Ich frage mich, welche Besonderheiten die von Brittany entdeckten gelben Pikmin außer ihren großen Ohren und ihrer Unempfindlichkeit gegenüber Elektrizität noch aufweisen. Dass man sie hochwerfen kann, zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob es hier auch Bomben gibt, weil in Pikmin 1 zumindest, in Pikmin 2 nicht mehr, aber in Pikmin 1 konnten gelbe Pikmin auch Bomben tragen, als einzige Pikmin-Art. Ich weiß eben nicht, ob das hier auch so ist, aber das wäre noch ein weiterer Unterschied vielleicht. Zum Glück geht es ihnen gut. Ah, jetzt habe ich es verpasst. Brittany? Ja, dank der gelben Pikmin. Ohne sie wäre es mir wohl schlechter gegangen. Ohne die Pikmin hätten wir uns schon das erste Mal nicht gefunden. Das stimmt. Wir sollten den Pikmin dankbar sein. Mhm. So ist es. Gut. Dann würde ich aber erstmal sagen, was hier für diesen Part von Let's Play Pikmin 3 Deluxe. Beim nächsten Mal wird es in der Eisöle der Verwirrung immer noch weitergehen. Und dann werde ich wirklich mal versuchen, zu Charlies Signal hinzukommen. Denn ich meine, wenn ich drei Captains habe, dann kann ich ja auch noch mehr aufteilen und noch mehr Action machen. Da kann ich halt vor allem einen Captain irgendwo hinschicken und mit den beiden anderen an einen anderen Ort hingehen und mit denen noch irgendwas Teammäßiges machen. Also es würde sich schon lohnen, wenn ich den dritten Captain auch möglichst bald finden werde. Und ich hoffe, dass es beim nächsten Mal dann der Fall sein wird. Okay, also dann Leute, eben bis zum nächsten Mal. Ciao.